Ah. Ich weiß nicht, es blinkt. Tibra. Und hat mir praktisch den Tank, das Design gemacht, die Lackierung, was ich mega happy tut. Blinker, Keyless Go. Herzlich willkommen im neuen Video auf meinem Kanal Simons Garage. Und heute will ich euch eine neue Videoserie präsentieren, und zwar der Aufbau von meinem TÜV-Moped. Ich habe schon einige Dinge jetzt umgebaut, aber ich zeige euch jetzt trotzdem den aktuellen Stand. Es wird noch einiges umgebaut werden müssen. Und wir haben jetzt ja, Ende März, Anfang April. Am 15.04. fahre ich zu AKF zum Angrillen, und bis dahin muss es fertig sein. Das heißt, es werden noch sportliche 2 Wochen. Deswegen würde ich sagen, stelle ich einmal so kurz die Basis vor, was ich schon umgebaut habe und was noch kommen wird. Es sind einige geile Teile dabei, und ich würde sagen, ich stelle mal kurz die Hebebühne ein Stück. Wir fangen einfach mal von vorne an. Also ich habe ZT-Gabelholme verbaut mit Bremssattelpassung, die 260er Scheibe mit Zulassung auf jeden Fall. Gekürztes Schutzblech. Achtung, hier muss ich noch was schön machen, das ist nochmal provisorisch. Dann habe ich von AKF die CNC-Gabelbrücke verbaut. Wirklich geil und stabil. Und solche Carbonhülse, da haben mich auch schon echt viele auf Insta gefragt, was ich da verbaut habe. Und genau. Blinker kommen noch ganz spezielle von MotoGadget dran. Da werde ich mal ein separates Video dazu machen. Ihr seht es dann später im Herzkastau. Da ist was ganz Geiles verbaut, wo ich mich schon sehr drauf freue wird und was auch, glaube ich, für euch ganz interessant wird. Und ja, Titellampe mit H4-Scheinwerfer, ein hoher ZT-Lenker, alles mit Gutachte, damit ich da keine Probleme bei der Eintragung bekomme. Brembo-Bremspumpe, Schnellgasgriff, Pro-Taper, Kupplungsarmatur. Ja, das war es jetzt mal so zur Front. Ich habe natürlich auch Kegelrollelager verbaut, damit das alles schön massiv ist und auch für die Leistung ausgelegt. Ist natürlich auch eine Lasche verbaut für die Enduro-Strebe mit zusätzlichen Anschlägen von PL Motorsport für die Gabelbrücke. So, dann kommen wir mal zu was, das kam vorgestern an bei mir per Post, und zwar zum Tank. Und zwar gehen da erstmal dicke Grüße raus an der Louis, an der Simmate. Könnt ihr bei Instagram auf jeden Fall mal beischauen. Mit ihm war ich in Kontakt. Super korrekter Typ. Wirklich danke an den Support. Ich habe 1000 Ideen, 1000 Fragen dazu gehabt. Und er hat mir praktisch den Tank, das Design gemacht, die Lackierung, was ich mega happy drüber bin. Ich muss auch mal kurz hier mal in meinem Handy schauen. Er hat mir nämlich das ganz genau beschrieben, was hier alles gemacht wurde. Man sieht es natürlich nicht direkt auf dem Video. Von dem her hört mal zu. Einmal hier. Es war eine Basis-Nachbautank. Da wurde die ganze Börtelkante wurde komplett einmal mit Karosseriedichtkleber innen, also von innen vom Tank, von unten, und zusätzlich verstärkt gegen Undichtigkeiten. Dann wurde außen die Börtelkante gespachtelt. Das ist schon mal auf jeden Fall geil, was man erst bei genauerem Betracht natürlich sieht. Dann der ganze Tank wurde einmal gespachtelt, weil natürlich viele Unebenheiten immer drin sind in den Nachbautanks und die Welligkeit, dass sie draus sind. Dann Epoxid hat es grundiert, später gefüllert. Und dann kam der Basislack drauf und mehrere Schichten Klarlack. Und vorher noch dieses geile Design, Holo. Das wirkt, glaube ich, in der Sonne dann mal richtig geil. Und auch hier oben, er hat ein ähnliches Design für seinen Tank entworfen. Da habe ich gesagt, hey, das könnte man doch vielleicht abkupfern. Und natürlich auch geil hier. Viele denken ja immer, es heißt Simson Garage, aber es heißt ja Simons Garage. Und auch hier anstatt das IFA-Logo, das SG für Simons Garage. Mega geil. Genau, dann zum Schluss nochmal immer natürlich immer wieder Zwischenschliff und dann gefinisht, poliert sowie versiegelt. Das heißt, in dem Tank stecke über 20 Arbeitsstunden. Ist wirklich krass, weil man sieht es natürlich so nett, wenn man den geliefert bekommt. Und wie gesagt, da ging auf jeden Fall dicke Grüße raus. Hat das sehr geil gemacht. Ich finde es mega und ich freue mich schon auf die ersten Bilder in der Sonne. Das zum Tank. Dann Sitzbank. Vom guten Michael von Ostblechpolster. Die habe ich schon eine ganze Weile und finde sie einfach mega geil, weil die Kontur hinten vom Obergurt praktisch mitlaufend ist. Hier auch nochmal schönes Label hier von Michael. Wie gesagt, bin da mega happy drüber, habe sie auch schon oft und gern weiterempfohlen, weil sie wirklich einmal von der Verarbeitungsqualität und vom Muster halt her mega geil ist. Und zum Glück, damals, wo ich noch das andere Design gehabt habe, da könnt ihr mal bei Instagram schauen,
hatte ich noch mein gelbes Tankset drauf und da war das ganze Konzept noch nicht so ausgeartet, wie es jetzt wirklich gekommen ist. Bin ich froh, dass ich es neutral schwarz genommen habe. Am Anfang habe ich nämlich gedacht, ob ich noch hier irgendwie gelbe Nähte oder irgendwas Besonderes nehme. So passt jetzt zum Glück zu dem Design. Also irgendwas war in meinem Kopf wahrscheinlich schon damals los, wo ich gedacht habe, das ändert sich eh nochmal. So, dann natürlich der Rahmen. Habe ich komplett verstärkt. Guck mal, hier sieht man es vielleicht an die. Hier habe ich nochmal Bleche eingeschweißt. Zusätzlich alles nochmal verschweißt, dass da auch genug Stabilität drin ist. Und dann wurde alles gepulvert. Venanti-Ständern 15 mm längere, auch schwarz gepulvert. Das ist halt geil, durch das U kann man breitere Felge, breitere Reife fahren und das sieht halt einfach geil aus. Und jetzt so ein riesen Klotz, was da dran geschweißt wurde. Genau. Feder habe ich schwarz gepulvert hier daheim. Das ist auch so kleine Gimmicks halt. Eine 15 mm längere Kastenschwinge ist montiert. Ob ich das eingetragen kriege, weiß ich noch nicht. Zur Not verbaue ich die ZT-Kastenschwinge mit Gutachten. So, dann, was fehlt noch? Stoßdämpfer, weiß auch nicht genau, ob ich die eingetragen bekomme, muss ich mal schauen. Dann, habt ihr es vielleicht schon gesehen, hier Forge-Carbon-Deckel vom Gute Christian, CV-Werk, auch da Grüße gehen raus, absolut krasse Qualität, also wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob man es so richtig sieht, aber in der Sonne wirkt es absolut geil und ich glaube in Kombination mit dem Tank noch viel geiler. Der hat mir die Decke gebaut, ja, auf Wunsch, hat er auch gesagt, er freut sich darauf, dass man da mal einen Test mache. Finde ich matcht extrem gut und ja, bin auch stolz und happy, dass ich sowas mal montiert habe, weil natürlich habe ich schon bei vielen gesehen, ist jetzt auch keine Neuheit, aber so mit den paar bunte Streifen hier drin passt das ganz gut zum Rest. Dann kommen wir hier Fußraschenträger, Langtuning. Ich habe lediglich noch solche Rainbow Pins hier reingeschraubt, finde das eigentlich auch ganz cool, sieht man im ersten Moment nicht ganz so gut, aber das ist auch okay, genauso wie der oberliegende Bremshebel. Felge, kommt bestimmt auch die Frage, vorne 1,85 mit 80-80er Reife von Dunlop und hinten eine 2,15er Felge mit 90-80er Dunlop Scootsmart, genau, Rainbow Speiche und jetzt, wie gesagt, fürs Sprintrennen habe ich eine Challenge angenommen mit Martin. Grüße gehen an der Stelle auch raus. Thermotec, der hat nämlich seit Lassens beim Sprintrennen mitmachen und da geht jetzt gerade ein heißes Battle tagtäglich hin und her. Wer gewinnt das Teil, wer nicht. Deswegen hier ein schönes Ritzel von Langtuning hier montiert. Extra ein größeres. Das kommt später auf der Straße wieder runter. Im BBS-Design finde ich auch richtig geil. Ansonsten durchgehende Steckachse, verstärkter Mitnehmer von AKF. Ja, das sind lauter so Kleinigkeiten, wo man eigentlich gar nicht sieht, aber wo dann doch wieder eine Menge Arbeit gemacht haben, alles anzupassen später, dass es letztendlich so dasteht, wie es ist. So, dann kommen wir mal noch zum Deckel hier drunter. Da habe ich schon ein extra Video dazu gemacht. Und zwar haben die Jungs von ZW Parts hier den Prince of Fresh Air entworfen. Und ich bin da happy drüber, dass die mir so viel Vertrauen schenken und ich da das zusammen mit denen so, ja, entwickeln kann man schon fast sagen darf und teste. Ich habe hier auch verschiedene Einsätze dann, wo er die Luft ansaugt. Haben sie hier jetzt was Zweifarbiges gedruckt, auch mega geil. Da testen wir jetzt praktisch, wie nachher die Leistung auf dem Prüfstand sein wird und auch, wie die Lautstärke vom Verhältnis dann sein wird mit den verschiedenen Strömungen. Genau. So, auch hier geil mit Simons Garage Logo. Wie gesagt, mega cool. Auch hier oben und hier seitlich, wo er die Luft ansaugt. Das heißt, ich habe den komplette Kasten rausgemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, kann auf jeden Fall mal ein paar Videos zurückschauen auf meinem Kanal. Da ist auf jeden Fall drin extra. So, dann teaser ich mal auf der Seite noch kurz was an. Wo, wie gesagt, mit Blinker Keyless Go, kann ich nur so viel dazu sagen. Und hier die MotoGadget M-Unit ein separates Video machen wird, denn die Elektrik wird richtig geil und speziell. Die habe ich jetzt schon mal hier montiert, damit ich so viel Platz habe wie möglich für eine riesige Batterie. Warum das kommt, erkläre ich euch dann später. Und jetzt schwenken wir mal kurz rüber hier auf die Werkbank. Und zwar, dieses Schätzchen kam heute an. Absoluter Traum von mir.
Und bin da mega happy und dankbar drüber über die Zusammenarbeit mit Langtuning, die einen richtig geiler Job schon bisher gemacht haben, weil so viel Erfahrung, was da drin steckt in der Firma, in dem Wissen. Und auch muss ich wirklich ein Lob aussprechen an die Kundenzufriedenheit. Dieser Support einfach genial und deswegen habe ich mich für die Firma entschieden. Vor allem, ich war ja, wann war das, im Dezember letztes Jahr dort mit einem Kollege, der den Motor gewonnen hat von dem Gewinnspiel. Und ja, dann habe ich mich so in dieses Membraner-Biest hier verliebt. Und der kam heute an, also heute am Tag, wo ich das Video mache, kam der Motor an. Der war auch schon auf dem Prüfstand, da gibt es auch ein Video dazu. Das waren ein paar Sequenzen, wo der Jan Schäfer für mich aufgenommen hat. Das kommt dann in einem anderen Video. Und natürlich dann auch später, wenn er eingebaut ist bei mir, kommen da Videos dazu. Da freue ich mich extrem drüber. Fahrvideos und so weiter. Kurz zum Setup. Es ist ein LT85 Evo M Membrane also. Große Membrane sind drin. Ein 28er Polini PWK Flachschiebervergaser. Und natürlich Fünfganggetriebe und alle in der Reihe, was so rein kann, damit es die Leistung verträgt. Hier, muss ich aufpassen, ist auf jeden Fall noch eine PVL-Rennzündung drunter. Deshalb auch das Thema mit der riesigen Batterie. Muss ich testen, aber ich habe ja auch darauf vertraut, was sie gesagt haben, das ist die beste Zündung für den Motor. Und ich habe dann natürlich auf die Erfahrung vertraut und will dann nicht irgendwas testen, wo halt vielleicht nachher nicht so gut funktioniert. Es gibt auch andere Sachen, die funktionieren, gar keine Frage. Aber ja, soll einfach das Beste sein. Und für alle Klugscheißer vielleicht, wo jetzt kommen und sage, das kriege ich innen eingetragen. Es gibt immer eine Möglichkeit, falls der TÜV-Prüfer hier sagt, das ist zu viel, zu stark oder wie auch immer, das ganze Ding so zu drosseln, damit man auf der Straße fahren kann. Aber da jetzt das Angrill jetzt erstmal ansteht und sozusagen das Sprintrennen, will ich hier natürlich rauskitzeln, was geht. Genau, das mal so viel dazu. Auspuff. Kommt da Battle 85 auf jeden Fall drauf. Der liegt gerade bei Martin von Thermotech, denn der kriegt eine geile Isolierung, damit das auch noch optisch und vielleicht auch leistungstechnisch noch mal ein bisschen besser wird. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar To-Dos, bevor ich den Motor einfach so einbauen kann. Einmal, ich muss natürlich noch Sorge, dass ich den Vergaser irgendwie anschlossen bekomme an meinen Herzkörperstand, das Luftfühlersystem von ZW Parts. Und da kann ich auch noch einen Gruß ausrichten, also es gibt so ein richtiges Erwähnungsvideo heute, gleich am Anfang, weil echt viele dabei sind, die mich unterstützt haben. Entweder haben sie mir Teile so gesponsert oder sie haben mir sehr vergünstigt zugeschickt oder sie haben einfach ultraschnell irgendwas für mich persönlich entworfen oder ich darf halt teilhabe an irgendwelche Entwicklungen, was ich mega stolz drüber bin. Das heißt, egal wie, jeder hat da irgendwie einen Teil dazu beigetragen, bin da mega dankbar drüber. Und auch ein Teil hier, der Philipp von PL Motorsport in Verbindung mit ZW Parts, haben dieses Adapterstück für, ja, in Verbindung mit Membranen mit Flachschiebervergaser entworfen, designt, qualitätisch absolut genial. Da habe ich auch schon andere Sachen gesehen und dementsprechend werde ich das verbauen, damit ich den praktisch da anschließen kann. Und in Sache Optik, das liegt schon ultra lang bei mir, bestimmt ein halbes oder ein Dreivierteljahr. Kommt natürlich noch dieser Deckel zum Vorschein an meinem Motor, damit man auch die schöne blaue nadelgelagerte Druckplatte sieht nachher. Da hat der Erwin Performance, wie gesagt, von einem halb, dreiviertel Jahr schon gute Arbeit geleistet und hat diesen Sichtglasdeckel für mich gemacht. Also mega geil. Das heißt, der muss noch drauf. Den Lima-Deckel baue ich noch runter, der ist schon nagelneu. Der kommt bei mir dann in die Pulverkabine rein, der wird dann auch noch schwarz hochglanz gepulvert, dass das alles so zum Rest passt. Genau. Jetzt würde ich sagen, habe ich extrem viel gesprochen. Ihr habt aber mal so einen Überblick, was so die Grundbasis ist, was noch alles ungefähr so kommt. Einige Sachen habe ich auch vergessen. Es sind so viele Details, was im Projekt reinfließe. Aber ich freue mich drauf. Vor allem, wenn es das Ding das erste Mal läuft, dann nehme ich euch auch mit natürlich. Es gibt einige Videoteile dann von derer. Es gibt dann auf jeden Fall eine eigene Playlist nur für das TÜV-Moped, so wie ich es auch für das Projekt Jarvis mache und vielleicht auch für alle anderen Dinge, die noch kommen. Fahrvideos werden geil, da freue ich mich schon drauf. Bin auch gerade dabei, hier alles mir zu besorgen, damit nachher auch ein gescheites Mikrofon, Helm ist und so, dass man das richtig geil aufnehmen können. Das würde ich sagen, war's für heute, für den ersten Teil vom TÜV-Moped. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt extrem. Es war schon ein Traum seit einer langen Zeit, seitdem ich jetzt in der Simpson-Szene drin bin. Ich glaube, wie ich dazu gekommen bin und alles weitere, mache ich wirklich mal ein separates Video.
sonst sprengt es der Rahmen. Von dem her, ich freue mich drauf. Schreibt mir gerne eine Frage drunter, wenn ihr irgendwas habt. Wenn ihr Bock auf die Projekte habt, lasst ein Abo auf dem Kanal gern da, unterstützt mich da und dann bis zum nächsten Mal.